und allen willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Sack Convention. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen auf dem Rummel rumgeschlagen und haben uns mehr oder weniger gut umgesetzt, unsere Aktion dort. Wir infiltrieren jetzt White Box, wie es hier so schön heißt. Davon haben wir eine Wache, an der wir vorbei müssen. Das dürfte ja wohl nicht so schwer sein, ne? Ich denke doch mal, wenn die Wache da weggeht. Was zur Hölle? Sehr professionell von mir, muss ich schon sagen. Komm, das machen wir mal. Hier. Ich will den heimlich ausschalten. So, jetzt gehen wir einfach mal einen großen Bogen ringsrum. Mich kurz rüber schauen. Da ist er! Bam, bam, bam! So. Genau. Wenn ich mich hier bin, geht er immer rüber. Und wie man aussieht, hört er Musik. Wenn ich gerade in meine Richtung nickt, dann. Boom. Ich hoffe, es tut weh. Und Vic, wie komme ich in den Kasten rein? Such nach einem ich hoffe, man hört die Straßenbahn im Hintergrund nicht. Brich ihn auf, geh die Treppe runter und such die Überwachungssysteme. Sobald du Zugriff auf die Kamerabilder hast, dürfte sich dein nächstes Ziel von selbst ergeben. Berühmte letzte Worte. So, diese Lampe hinten gibt uns den Hinweis, dass wir da hoch müssen. Den einzig wahren Hinweis. Und ran und hoch. Ein bisschen klettern wie in Assassin's Creed, was ich übrigens nie gespielt habe. Hm. Ja, also wir müssen Gebäude auch klettern. Ich stelle mir gerade vor, wenn das wirklich gehen würde, wäre das irgendwie sehr interessant. Ja, oben sind keine Wachen, also ist heißt egal. Kann ich auch irgendwie hochspringen? Irgendwo hier geht's. Hoch, das wollte ich nicht. Ja, genau, da muss ich hoch. Und bam, und bam. Und hier sind überall solche Teile, wo man zufällig hochklettern kann, ne? Solche Rohre, die ins Nichts führen. Die dann nur da sind, damit die jemand hochklettert. Ich meine, was... Ach, das sind gar kein Kabel, da durchgeht, alles klar. Die würde ich ja nicht an der Außenverkleidung lang machen. Aber egal. Ja, mit Restlich fallen lassen, alles klar. Eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Ich meine... Wie tief gut runter? Ja, es geht ja. Geht dann mir hier hoch und schon damit da. Es gibt übrigens mehrere Wege hier hochzukommen, sind wir auch noch mal gewesen. Und hier geht eine Treppe ins Nichts. Ein Weg ins Nichts. Aber da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen hier hoch. Alles klar. Irgendwo geht's hier lang. Ah, genau, da drüben ist nichts zu Rohr. Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Liedesfortkommando hier hochklettert und lang geht. Und schon sind wir drinne, wenn es so einfach wäre, ne? Überwachungssystem zugreifen. Ja, ist halt ein bisschen dumm, ich kann ja nicht wirklich viel kommentieren. Weil wenn Action ist, dann habe ich nicht wirklich Zeit, irgendwas zu machen. Kann ich jetzt einfach reingehen? Natürlich nicht. Ich muss ja weiter die Treppe lang gehen. Okay, wenn ich mich rolle, leckt das hier auf dem, nicht bei mir, sondern auf der Videoanzeige. Ja, hier werden wir nachher überall noch lang gehen. Genau da. Whee. Und runter da. Hier darf ich nicht reinschießen, warum nicht? Komm schon, aber Wissenschaftler abknallen. Na, ja, okay, nicht. Würde Semmelfischer niemals tun, denn Semmel ist ein guter Mensch. Ein guter Mensch, der zwar gerne irgendwelche Leute umbringt, die zu Sicherheitsunternehmen arbeiten, die die Falschen sind, aber egal.
Okay. Ich habe vorhin mal recherchiert und zwar suche ich die Funktion, um Videos automatisch hochladen zu können. Oh, hier. Das ist. Ja, genau, die gibt es aber mir nicht, weil ich kein Videopartner bin. Und das finde ich voll scheiße. Das heißt, ich muss, wenn ich täglich Folgen rausbringen will, auf YouTube hingehen, online gehen und das dann freischalten. So, holen wir uns ja irgendwann jemanden den Tod von oben. Ach, ich kann die ja, stimmt, ich habe ja die Wache ausgeschaltet. Ich habe die Wache am Anfang ausgeschaltet, stimmt doch. Ich wusste, da war irgendwas. Und hacken wir uns ganz einfach rein. Es ist immer so leicht reinhacken, einfach nur so. Es tut gehen, irgendwas. Jetzt kann man die beobachten. Seit Sie hier sind, ist der Kaffee besser. Mal sehen. Bewaffnete Posten im Gebäude oder deutlich besserer Kaffee? Besserer Kaffee. Ach, wird erwachsen. Unser neuer Eigentümer hat seine eigene Sicherheitsfirma mitgebracht. Sowas passiert nun mal. Gerade bei Projekten mit dieser Sicherheitsstufe. Natürlich. Ich traue diesem Gerliot einfach nicht. Mag ja sein, dass er seit der Übernahme noch keinem gekündigt hat, aber es nervt mich. Unsinn. Was sind die ganzen da? Exakt. Wir können so überhaupt nicht vernünftig arbeiten. Was macht er damit? Vermutlich gar nichts. Steig auf entkoffeiniert um. Haha, sehr witzig. Hauptsache, die haben Spaß. Es wird alles gut. Ich weiß, ich weiß. Das gefällt mir nicht. Sollte dir auch nicht gefallen. Auch nicht. Warte, wenn du so ein dickes, fettes Grinsen da. Was ist mit dem hier? Okay. Ich sag's dir, so bekommen wir nie den Verstärkungseffekt, den wir erhofft hatten. Was ist mit Testlauf 1994? Robertson war ganz wild drauf. Robertson ist gar nicht qualifiziert genug, um die Daten auszuwerten, die er sammelt. Ich halte das für ganz normale Abweichungen. Ich glaube, du hakst das viel zu voreilig ab. Ich glaube, ich habe letzten Monat im Schnitt 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ich werde mir jetzt gewiss keine neuen Resultate herbeifantasieren. Ich hoffe, du hast ihn Überstunden abrechnen lassen. Du ignorierst einfach die Hälfte der Ergebnisse. Wir haben eine Deadline. End dich damit ab. Lieben Kollegen. Okay, hier ist niemand. Sieht so aus, müsste aufs Klo irgendwie. Da haben wir schon Night Errands oder was steht da drauf? Irgendwie was. Ah ne, Black Arrow Security war es gewesen. Was haben wir hier? Okay. Hey, ihr wolltet schon vor 2 Stunden fertig sein. Was? Sagen Sie bloß, wir arbeiten Ihnen nicht schnell genug. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meinen Job zu machen habe? Wissen Sie was? Ich werde Mr. Gell jetzt sagen, dass Sie unsere Arbeit stören. Wie gefällt Ihnen das? Haben Sie gehört? Hab ich. Dem Herrn ist wohl nicht klar, dass wir auch für Gellert arbeiten. Sie können nicht. Sie haben gerade... Oh doch. Ich kann meine Kamera nicht verwechseln. Oh. Ich kann. An die Arbeit. Sonst bist du dran. Nein, die nicht. Die brauche ich am Standort Bravo. Behalten Sie die anderen so lange wie nötig. Danach finale Phase einleiten. Und der Rest des Gebäudes? Alle Spuren vernichten. Was? Ja, aber das ist inakzeptabel. Das war also überhaupt nicht klar, was die gleich machen werden. Die Streberin weiterarbeitet. Ich muss eine Reinigungsaktion überwachen. Ja, okay. Ach, das ist da vorne. Oh, das hat er jetzt nicht so gesehen, dass die Scheiben, oder? Egal, irgendwas wollte der hier. Eine andere Pistole. Nee, will ich nicht haben. Nicht das halten. Auf jeden Fall können wir nach ein paar Waffen aufwerten. Yay! Okay, ich springe mal ganz elegant das Fenster. Manchmal gibt es ja einfach nicht den Weg. Das ist irgendwie sehr interessant. Also das heißt, Springen ist immer gut. Genau, ich liebe es, an der Decke lang zu kriechen.
Auch wenn ich die letzte Markierung nicht mehr sehe. Da hinten ist noch einer. Ach komm, das merkt keiner, wenn die alle umkippen. Komm, bindet euch mal bitte hier vorne. Ja, ganz professionell. Bitte töten Sie mich nicht. Keine Angst, ich fühle dich nicht. Wo ist denn der überhaupt? Ach, da. Hilfe. Oh Gott. Bitte. Helft mir. Jo, was ab? Tun Sie es nicht. Beantworte meine Frage, dann sehen wir weiter. Woran arbeitest du? Wieso die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe. Hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht's nur um ein Projekt. Robertson? Was treibt er so? Sie meinen, abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt, er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Und Lucius Garriott? Was hat er mit der Sache zu tun? Der Besitzer der Firma. Derjenige, der Black Arrow und Robertson damit beauftragt hat, für die Sicherheit zu sorgen. Ich glaube, es ist an der Zeit, Robertson das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Mach das und verschwinde danach. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Ein paar meiner Freunde, sie brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Ja, wünsche ich dir echt. Viel Glück. Tschüss. Dich Spaß noch. Ja, helf deinen Freunden. Oder hau. Und so. Dann vielleicht eine Waffe geben. Na, liegen ja noch richtig da. Nimm dir eine. Ich kann mich auch jetzt nicht bewegen, falls es jemand fragt. Ich kann nur die Kameraperspektive drehen. Ganz nah an Fischer ran. Der leicht unscharf aussieht von vorne. Bitte. Hilfe. Ja. Ein Waffenversteck. Die haben wir hier. Können wir da irgendeinen Scheinwerfer dran machen? Das habe ich schon mal gefragt. Tja, dann halt nicht, ne? Das war die Feigentaste. Okay, sag mal. Wollt sie nur retten! Vorsicht, er hat eine Granate! Bewegung, los, los! Die anderen haben wir aufgefunden! So, jetzt bist du erledigt! Ich komme jetzt, du Arschloch! Melde eine Person im Büro! Du kannst nirgendwo hin, los, zeig dich! Diesmal wird es anders laufen! Nein! Okay, ich versuche immer in dieser Mission zuerst die Wissenschaftler zu retten, aber es geht einfach nicht. Man kann sie nicht retten. Das finde ich voll mies. Hilfe! Die erste Hilfemaßnahme. Das war nicht die erste Hilfemaßnahme. Na okay, dann tut's mir leid. Es geht einfach nicht. So, erstmal Licht ausschalten. Bitte, das muss doch nicht sein. Ich sehe ihn! Feuer frei! Was sagst du jetzt, Arschloch? Wenn ich reinrenne, sterben die nicht. Na, okay. Ich könnte es mit einem EMP probieren. Bitte! Das mache ich auf jeden Fall jetzt noch. Ich probiere es noch mit einem EMP. EMP. Licht öffnen. Licht ausschalten. Öffnen. Das muss doch nicht. Und so ein Spinner. Kann ich mal sterben, jemand? Ah, fuck you.
Feindliche Einheit in Whitebox! Es ist kein Wissenschaftler! Seid vorsichtig! Kannst du jetzt raus? Oh, oh Gott! Durch die Wand! Oh, was haben sie trotzdem hingerichtet, die Assis, ja? Man kann sie, glaube ich, nicht retten. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, wie. Ach, das ist jetzt lustig. Ich hätte echt, es gibt nicht so viele Wege hier hoch, aber der einfachste Weg ist einfach durch die Mitte. So, dann haben wir nämlich da. Da hinten noch ein. So, noch. Da haben wir noch einen. Nicht den der Klasse. Dann geht das schon. Mit ihm nieder! Nimm das! Durch das Treppenhaus. Ja, ja, das ist schon lustig. Man muss halt nur wissen, wie und so, ne? Ey, die haben eine neue Waffe. Hab ich die schon? Ist das nicht dieselbe, die ich gerade hatte? Na, egal. Und hier geht's nichts. Hoch. Nächste Etage. Bam, 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 bam. Hm, da kann man keine Explosion machen. Okay, die Schwachstelle hier ist der Typ, der da ist. Ist der Typ? Nein, der Typ da hinten, der hat noch eine Schwachstelle. Kann ich ihn reinziehen? Das ist so böse. Tja, perfekt. Irgendwelche Probleme? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Oder so. Okay, dann muss ich nicht lang. Oh, also manchmal sind die Labore verwirrend. Wo man ja eigentlich lang muss. Muss ich hier lang? Ich muss doch da, okay. Muss ich wahrscheinlich erstmal durch diese Tür hier durch. Ah, jetzt machen wir Steck, das ist schon mal richtig. Ja, ich habe jetzt nichts zu nutzen, deswegen. Die sind aber überall Chemikalien, die man in die Luft jagen kann. Ich kann dir helfen. Melde dich, wenn du Robertsons System erreichst. Du hast also mitgehört. Welche Überraschung. Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb rufe ich an. Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Sie hatten mir gesagt, du seist tot. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das Gleiche haben sie von dir behauptet. Ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam. Grimm. Später. Du hast jetzt zu tun. Ach, jetzt kann ich die Tür öffnen, richtig? Nein. Die. Ich sollte vielleicht erstmal dahinter schauen. Da ist einer. Paar unauffällig ist ein Zeichen. Ah, da hinten sind sie. Ich glaube, das sind die einzigsten hier, ne? Und dann macht er seine Runde und kommt dann wieder. Dann schnapp ich ihn mir und dann schalte ich den Typen hinten aus, wenn er wiederkommt, natürlich. Und jetzt auch nicht auf keinen Fall den Filterkanal hinterwerfen. Das würde ja viel zu sehr Aufmerksamkeit erregen. Jetzt komm halt wieder! Ja, die labern natürlich irgendwelchen Scheiß im Hintergrund. Riechst du mich etwa oder was?
ist noch einer. Wirst für den Tod unserer Freunde. Achtung, werfe Blendgranate. Ich übersehe manchmal, weil ich das ist echt scheiße. Manchmal. Oh, er hat eine Schrotflinte, nehme ich mir. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Schrotflinte. Hier, Leertaste. Mit Leertaste kannst du echt alles machen. Türen öffnen, Waffen einsammeln. Das ist echt nicht so schön gelöst. Ich muss ja auf keinen Fall hier hochklettern. Oh, was ist da? Haben sie denn? Ah, die Szene. Gibt es irgendwo, wo ich nicht so hart falle? Nein, gibt es wahrscheinlich nicht. Gibt es wahrscheinlich nicht. Zumindest immer, wenn hier einer langläuft. Läuft hier nämlich einer Wache ringsrum die ganze Zeit. Und den hole ich mir so halb um die Ecke schiele irgendwie so. Zeig ich. Ja, nicht wirklich. Ich denke, es sind die Minen. Dann weiß ich, habe ich es nicht geschafft, den zu markieren. Wann kommt denn der? Jetzt kommt er. Die Kammer ist sauber. Ich bin fertig. Schicken wir los. Los, los. Hä? Die haben das. Wie haben die das gesehen? Rache ist still. Gib dir Feuerschutz. Knapp in dir. Hältst du das für richtig, Arschloch? Du kriegst. Bist du Blut da drüben? Wir gehen rein und schnappen ihn uns. Los. Gegenseitig sichern. Los, los, los. Versteht, du bist tot. Wie, aber schreib's mir in die Kommentare, bitte. Ich hau hinten ein, der um die Ecke liegt, wo noch eine Wand davor ist. Hau ich um und die auf einmal, oh mein Gott, was war das? Na, egal. Das Spiel ist manchmal einfach nur ein bisschen sehr seltsam. Ich meine, es ist ja okay, wenn da zum Beispiel dort eine Mine liegt oder sowas. Das ist voll zur chemischen Reaktion kommt. Oh mein Gott, ist er da? Ist er da? Ist er da? Nein, ist er da? Das kann nicht sein. Da haben wir noch einen. Kommt einer hier rüber, damit ich euch knapp knallen kann? Ich weiß, dass du da bist! Wehe, ich muss dich suchen! Du stirbst wie die Wissenschaftler! Umgebung genau im Auge behalten! Legen wir los! Das reicht, Fischer! Waffe fallen lassen, ergib dich! Los! Gib auf, Arschloch! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Zeig, was du drauf hast! Was geht denn alles kaputt, wenn ich da was dran? Na, ist egal. Ja, manchmal geht's halt nur mit Gewalt. Tut mir leid. Ja, wir könnten mir auf jeden Fall gerne, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht nachspielen werde, mal sagen, ob ihr in manchen Situationen eine bessere Idee gehabt hättet, wie man hätte es lösen können. Zum Beispiel hier weiß ich jetzt nicht. Die hocken alle rum, das Licht bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Weiß ich jetzt nicht wirklich, wie ich da hätte besser vorgehen können. Manchmal so ein, weiß ich auch, manchmal verkack ist einfach, das passiert einfach. Manchmal verkack ist einfach.
Mach mal die Fenster auf. Still und heimlich. Es ist der Fensteröffner. Er öffnet alle Fenster. Und dann holt er dich durchs Fenster oder sowas, Kerl. Wir haben ja irgendwo eine coole Möglichkeit einzuholen. Einzuschnappen irgendwie. Hier hocken zwei Typen, da hocken einer. Ich könnte zum Beispiel da eine Mine hinschmeißen. Oh, und dann von der anderen Seite kommen und da sind die voll irritiert. Das funktioniert wirklich. Wenn der vorne gerade so hoch geht, aber eigentlich einer von hinten kommt. Oh nein, hier darf ich nicht durchgehen, weil hier das Licht angeht. Aber es geht nicht anders. Du kannst dich nicht ewig spielen! Mädchen spielen, okay, spielen wir! Los, los, du übertreibst es, Fischer! Wir Hey Jungs. Oh, ich hasse diese Zeit hier. Einen Moment bitte. Ich liebe meine Muttaste, die ich ab sofort habe. Dann muss ich mir die nicht mehr rausschneiden, wenn ich hier niesen muss. So, haben wir jetzt eigentlich noch irgendeinen? Lock mal einen Macher raus. Zumindest ich konnte hier nicht durchgehen, ohne sofort nicht auszulösen. Hier vorne in der Ecke haben sie alle rumgegammelt. Das ging nicht. Ich habe eine SS bekommen und habe mich voll dabei erschreckt. Ja. Hier muss ich raus, ne? Nee, hier muss ich hin. Ich hoffe, ich laufe hier richtig lang. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, diese Tür kann ich nicht durch. Aber hier muss ich irgendwo lang, garantiert. Genau, hier dieses mysteriöse Rohr. Ich kann Roberts System von hier aus sehen. Schieß los. Ah, okay. Genau. Sorg dafür, dass der Raum für ungebetene Gäste etwas an Charme verliert. Ja, zum Beispiel nicht kann sein, dass du eine Zeit lang am System bleiben musst. Und ich will nicht, dass dich jemand stört. Minen mit Kampfsünder dürften dafür das Richtige sein. Das wird auch jetzt extrem lustig hier. Also erstmal brauchen wir Waffen. Viele Waffen. Dann habe ich ein dummes Gefühl, dass der Arbeiter rauskommt. So, leider weiß ich nicht genau, wie man das Licht hier komplett ausschaltet. Deswegen müssen wir einfach hier ran. Hier ist Sam. Hab gerade Robertsons System vor mir. Perfekt. Öffnest du mir eine Hintertür? Na klar. Die alten Zeiten. Hast vollen Zugriff darauf und auf die Anschlüsse. Danke. Ich mache mich daran, alles herunterzuziehen, was er hat. Enthält sämtliche EMP-Daten. Gut, ein paar meiner Jungs sind ganz wild drauf, sie zu sehen. Okay, Sam. Die Verbindung steht. Die Daten fließen. Ich bin hier also fertig? Nicht ganz. Du musst Babysitter spielen. Wenn die Verbindung abbricht, kann ich von hier aus keine neue aufbauen. Verstehe. Dann darf also niemand auf diese Kiste zugreifen. So wie es aussieht, könnte man damit sämtliche Verbindungen kappen. Dann wäre ich draußen und wir zwei hätten Pech gehabt. So, genug geplaudert. Ich bekomme Gesellschaft. Okay. Ja, lauf schneller. Ich würde gerne heute noch dahinter rennen. Mein Lieblingsort, um abzuhauen. Komm, zeig mir, was du drauf hast. Das war der erste Streich.
So, von hinten kommen sie ab und zu auch mal. Na los, du stirbst wie die anderen. Sind bei 20%. Bewegung, los, los! Du hilfst niemandem! Oh. Aber ich habe hier eine Störung. Moment, ich sehe mir das an. Gib auf! So kriegst du mich nicht! Mehr hast du nicht drauf? Witzbold! Lalalala. Was habt ihr heute so gemacht? Ja, hier oben ist eigentlich schon die epischste Position, um den Raum zu verteidigen. Wer das Spiel mal selber spielen wollen. Die finden einen nicht und hat echt perfekte Übersicht. Gegenseitig sichern! Los, los, los! Komm aus deinem Versteck! Hilft dir doch nicht! Oh Mann! Magazin fallen gelassen. Ah, da kommen wir welche. Stehen bei 60%. Ich wusste, dass du auftauchen würdest. Legen wir los! Los, los! Los, Bewegung! Wow, 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 komm raus, wow, wow, Penner! Du machst es nur noch schlimmer! Was? Kontakt im Büro! Zack! So. Jetzt kommt, glaube ich, noch die letzte Welle. Du kannst nirgendwo hin. Los, zeig dich. Position halten. Wiederhole. Position halten. Los, los, los. Wir haben ihn. Vorstoßen. Brauche Verstärkung. Wiederhole. Brauche Verstärkung. Läuft. Schön, dass er da stehen geblieben ist. Ach du Scheiße. Musst doch mal hochgucken. Ja genau, du musst auch mal hochschauen. Das ist eine schlechte Wache. Hier ist alles okay. Hier nicht. Irgendjemand verfolgt meinen Download. Ich bekomme ihn nicht abgeschüttelt. Wenn die zu mir durchkommen, wie schade. Oh, oh, what the fuck, 32 Minuten. Okay, damit, ich mache auf jeden Fall einen Cut. Vermutlich ja, die Blaupausen zeigen. Ich wollte ab und zu mal auf die Zeit achten, es tut mir leid. Ich bin da gewesen. Sie lagern dort ihr EMP-Testsystem. Kann sein, dass du es aktivieren musst. Tu alles, was nötig ist, Sam. Okay Leute, bis zum nächsten Mal. 32 Minuten. Oh Gott, ich hab einfach nicht auf Zeck geschaut. Tut mir leid. Bis dahin. Ciao.